Oh, entschuldigen Sie, ich bin in Eile. Osnabrück, 2. Juli 1937. An diesem milden Sommertag erfolgt die Abmeldung von 5 Personen aus Osnabrück. 4 dieser Personen müssen Osnabrück verlassen, weil sie Juden sind und sich in ihrer Stadt nicht mehr sicher fühlen. Die 5. Person verlässt ihre Heimatstadt ihrem Freund zuliebe. Es war eine ganze Atmosphäre der Bedrückung und der Angst. Ihre Namen: Alfred Gossels, Auguste Minna Thormann, Justus Nussbaum, Sophie Nussbaum und Marianne Nussbaum. Ihr Ziel: Amsterdam, die Hauptstadt der Niederlande. 2 ihrer Arbeiter, Wilhelm Hellmeister und Friedrich Niehüser, sind bei der Emigration behilflich. Ich finde sehr faszinierend, dass hier ein verfolgter Jude und seine Arbeitnehmer, die nicht jüdisch waren, einander so vertraut haben. Mein Vater hat auch nie viel darüber gesprochen, da meine Mutter schwanger war. Ich denke, die hatten ihren Firmensitz in der Altstadt und den Platz aber etwas außerhalb. Die Flucht von Justus und Alfred, die war nicht nur gut geplant, die war auch lange vorbereitet. Sicher ist, dass heimlich sogar einiges an Vermögen der Familien Gossels und Nussbaum außer Landes geschafft wurde. Sind die Fahrten sehr gefährlich? Merkt im kleinen, beschaulichen Osnabrück wirklich niemand, was hier läuft? Es war gefährlich. Die Juden haben überhaupt nichts mehr zu verlieren. Ich meine, dass Justus aufgesetzt lächelt, dass sich vielleicht hinter diesem Lächeln Angst verbirgt. Als wenn ich freiwillig gegangen wäre. Ich bin aus der Brücke. Ach Frau, von Politik verstehst du gar nichts. Er war ja Deutscher. Das nimmt kein gutes Ende, das mit den Juden. Konnte mein Uropa nach dem Krieg erahnen, was mit Gossels und Nussbaum passiert ist? Von offizieller Seite konnten sie es nicht wissen. Auf den Spuren von Alfred und Justus in Amsterdam. Eichmann say no, they're Jews, they need to go with everybody else. It's the final solution is here. We have to take care of that. Wir hoffen, in absehbarer Zeit in den Niederlanden keinen Juden mehr zu haben, der frei in den Straßen umherläuft. Er war so elend und heruntergekommen, dass er sich in seinem Äußeren so verändert hatte. Ich verstehe es nicht und ich werde es wohl auch nie verstehen.